Hallo Leute, so das nächste Gebäude von Sembo Mini, da hatten wir ja schon das Coca-Cola Gebäude, was mir ziemlich gut gefiel. Ich habe jetzt auch nochmal die nächsten Packs bestellt, die kosten ja wie gesagt nicht viel pro Stück, umgerechnet so 4 Euro ungefähr. Also dafür echt super. Dauert zwar einen Augenblick, so 3 Wochen hat das glaube ich gedauert oder sowas, bis die hier waren, so 2-3 Wochen. Aber ja, und das hier müsste eigentlich der Nike Store sein. Also so. Mal gucken, ob das ist. Nehmen wir einmal raus, was drin ist. Wir gucken uns mal das an. Genau, Set 6015. Und dann so ein bisschen nachgemacht. Das Nike-Zeichen. Und das war so beim letzten Mal schon, dass die neuen Sachen rot markiert werden hier. Witzigerweise sehe ich das jetzt nicht so oder bin ich blind? Naja, aber es lässt sich auf jeden Fall gut bauen. Die Steine waren super. Und wir haben 24 Schritte. Alle 4 Schritte machen wir eine Pause. Ich verteile die 3 Tüten, baue die ersten 4 Schritte zusammen. Da ist noch nicht viel passiert, wie ihr seht. Und dann würde ich mich wieder melden. Bis gleich. So, wir haben Schritt 4 gebaut. Wie gesagt, noch nicht viel passiert. Aber einmal kurze Info. 121 Teile. 65 mm breit. In die Tiefe 80. Oder man könnte auch sagen, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Noppen ist es breit. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Noppen ist es sozusagen tief. Und dann wird er 9 cm hoch, dieser hier. Ja. Und was haben wir bisher gemacht? Wir haben eigentlich vorne nur gefliest. So ein paar Grundmauern schon mal angedeutet. 2 Platten sind das, aus denen zusammengesetzt ist. Werden dann bis jetzt zusammengehalten von den Sachen, die wir draufgesetzt haben. Und dann geht's weiter. So, Schritt 8 haben wir gebaut. Und so sieht's aus. Wir haben jetzt hier so 2 angedeutete Schuhe, denke ich mal, gebaut. Hier irgendwie so einen kleinen Tisch. Hinten schon 2 Fenster. Scheiben sind etwas zerkratzt, aber ja, nicht so doll. Es geht noch, sag ich mal, so einigermaßen. Was mir aufgefallen ist, anscheinend fehlt der Aufkleber. Da ist nur ein Aufkleber dabei, nämlich dieser, das Zeichen, und das fehlt, so wie ich das sehe. Ja, schauen wir mal. Aber ich kann es nirgendwo entdecken. Schade. Ja, machen wir erstmal weiter. Und Schritt 12 ist fertig. Wir haben weitergebaut. Wir haben hier vorne eine Scheibe eingesetzt. Hier schon so ein Halbbogen, eine Tür. Hier jetzt den Verbinder eingesetzt, dass wir die Gebäude aneinander klicken können. So sieht es von hinten aus. Auch auf der Scheibe sind ein paar kleine Kratzer drauf. Aber im Gegensatz zu den Hasane oder Hanjai Sets, aber das habe ich glaube ich schon gesagt, sind die echt wenig zerkratzt. So, Schritt 16 haben wir aufgebaut hier. Und so sieht es jetzt aus. Wir haben hier unten noch so eine Art Blumenbeet, würde ich mal sagen, angesetzt. Dann das Dach drauf gesetzt und hier oben schon angefangen, das 2. Stockwerk zu bauen. Von hinten ist es offen, sieht jetzt so aus. Schön in orange-schwarz gehalten alles. Ja. Und dann kommen die nächsten 4 Schritte. So, bis Schritt 20 haben wir gebaut. Wir bauen weiter das obere Stockwerk auf. Da haben wir jetzt hier einen Tisch angebracht wieder und hier wieder 2 von den Schuhen. Hier diese Wand aufgebaut. Und ja, so sieht er bisher aus. Jetzt kommen die letzten 4 Schritte und dann ist er fertig und anscheinend leider ohne den Druck. Na gut. Okay, bis gleich. So, und ist er fertig. Ja, hat sich leider bewahrheitet. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nochmal in die Tüten geguckt. Aber ich kann sie beim besten Willen nicht sehen, dass er irgendwie Aufkleber drin wäre. Sehr schade. Lässt sich nicht ändern. Hier hätte auch noch ein kleiner Aufkleber raufgehört auf dieses Schild hier. Ansonsten finde ich ihn wieder ziemlich schick, aber ohne den Aufkleber wirkt das natürlich ein bisschen langweilig oder da fehlt irgendwas. Hier haben wir jetzt noch dieses Dach rübergepackt. Die sind ein bisschen mehr zerkratzt, die Scheiben hier. Aber sonst eigentlich auch eine witzige Idee. Ja, die können wir jetzt im Grunde genommen hier mit dem zusammenstecken. Ja. Und dann haben wir hier die Straße, da fehlt nur der Aufkleber. Ja, vielleicht schreibe ich ihn nochmal an, dass für den Z der Aufkleber fehlte.
Vielleicht kann ich mir das beim nächsten Mal mitchecken. Und ja, dann danke, dass ihr zugeguckt habt. Link packe ich euch unten rein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.